Ja, moin, mein Name ist Nomad Adventure. Ich bin draußen gerade im Wald unterwegs. Wir haben es minus 4 Grad, mir ist verdammt kalt. Wo befinde ich mich gerade? Ich befinde mich an meinem Shelter, den ich vor ungefähr 2 Monaten zusammengezimmert habe. Ich habe ein bisschen was an. Ausrüstung dabei, heißt, es wird spannend. Der erste Solo-Overnighter bei minus 4 Grad. Die Nacht soll jetzt noch kälter werden, ungefähr so minus 7 Grad. Ob ich das Ganze überlebe, das seht ihr, wenn dieses Video rauskommt. Na gut, wenn ich es nicht überlebe, kommt es nicht raus. Außer Onkel Nomad weiß, wie man ein Video schneidet. Let's go. So, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was an Stuff dabei. Hier meine Faltmatte. Davon haben wir so ein kleines Video gemacht, wo wir das Ganze mal getestet haben oder so mal den ersten Eindruck gemacht haben. Hier schöner 65 Liter Kampfrucksack, nagelneu. So, eine Jacke habe ich auch mit dabei, weil es ist verdammt kalt. Gucken wir uns mal das Shelter an. Es steht noch, drinnen ist auf jeden Fall ein bisschen eisig. Das erste, was wir jetzt machen, ist das wunderbare Shelter einmal einrichten mit unserem wunderbaren Stuff. Ich habe ein bisschen was dabei, unter anderem Messer, eine Flasche, die ist leer. Da muss ich noch Wasser auffüllen. Heißt, wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir Wasser finden. Ich habe auf jeden Fall auch Kochgeschirr und sowas mit dabei. Heißt, ich versuche heute Abend mal ein Feuer anzuschmeißen und werde auch versuchen, mir einen Tee zu kochen. Ob mir das gelingt, das sehen wir dann, ne? Also minus 4 Grad, hier alles voll mit Schnee. Da mal Holz zu finden, was vernünftig kokelt, ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Aber wir sehen mal, wie das Ganze ausgehen wird. So. Das erste, was wir jetzt machen, den Shelter einrichten. Let's go. So, ich habe jetzt erstmal einfach alles provisorisch einmal kurz hier reingeschmissen. Wir gehen erstmal rein. Also, Kochgeschirr, zack, Grill, zack, also Schlafsack, die Richtung. Geil, also es ist schon mal windgeschützt. Hier habe ich noch einen Tarp zwischenhängen. Das versuche ich hier gleich mal ein bisschen mehr festzumachen. Kopfkissen habe ich nicht dabei. Da kommt dann wahrscheinlich der Rucksack ins Spiel, weil ich bin so ein Kopfkissenschläfer. Ja, das würde erstmal halten. Ich würde sagen, das erste, was wir gleich machen, ist Wasser besorgen. Mal gucken. So, einmal ganz kurz einen Aussichtscheck. Die Sonne geht langsam unter. Wir haben es 16.25 Uhr. Hier einmal mein Shelter. Die Plane sitzt noch nicht so ganz. Auf der Seite sowieso nicht. Das ist eigentlich nur so ein bisschen improvisiert. Hier die Seite sitzt schon besser, denn hier auf der Seite werde ich nämlich liegen. So, hier die Wasserflasche. Leer. Die muss mal wieder voll gemacht werden. Alter, es ist verdammt kalt, ne? Aber einmal, ihr habt das Shelter ja noch gar nicht komplett gesehen. Ich habe das ja im Video so abgebrochen und musste noch so ein bisschen Wassermaterial ran schaffen. Also ihr seht, das Material liegt hier auch schon eine Weile. Ja, es schaut gar nicht so schlecht aus. Es ist ein Amateur-Shelter, muss man sagen. Ist nicht das Beste vom Besten, aber ey, für den Anfang geht das vollkommen klar. So viel zu meinem Shelter. Hier werden wir die erste Nacht heute solo drinne verbringen. Bei minus 4 Grad, wie das Ganze wird, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall verdammt hart. Also ich merke jetzt schon, die Nase, die läuft. Taschentücher habe ich jetzt nicht dabei. Kann ich nichts machen, außer dem Bauernschnäuzer. Ne? Boah, die Aussicht, die gefällt mir mega. Mal schauen, wie es hier morgen früh ist, wenn ich aufwache. Falls ich wieder aufwache, ob die Aussicht immer noch so schön ist. Geil. Geil. So. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt um Wasser besorgen. Wo ich das Ganze mache, wie ich das Ganze mache, weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich eine vernünftige Wasserquelle irgendwo finde oder was weiß ich, irgendeinen Bach oder so. Und dann gehen wir mal Wasser auffüllen und abkochen. Das ist auf jeden Fall heute der Plan, das Wasser abzukochen. Ob das was wird oder wie das was wird, weiß ich nicht. Also ich bin eigentlich heute guter Dinge, dass eigentlich alles heute gut klappt. Falls nicht, egal. So, ich habe jetzt auf jeden Fall die Flasche am Start. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal Wasser besorgen. Dafür muss ich erstmal einen Bach oder irgendeine Quelle oder irgendwas finden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal eine Runde latschen und suchen, ob ich irgendwas finde. Und wenn ich was finde,
muss ich es auf jeden Fall abkochen, weil man soll ja nicht einfach so irgendein Wasser aus irgendeinem Bach einfach abschöpfen und trinken. Das kann so ein bisschen in die Hose gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher, abkochen ist heute angesagt. Ich habe auch ein bisschen Tee mit am Start. Heißt, heute Abend wollte ich mir noch so einen Tee machen. Essen tue ich heute nichts mehr. Ich habe gut gegessen heute, also für den Abend faste ich erstmal. Im nächsten Projekt, was ansteht, da wird auf jeden Fall so ein bisschen mehr gekocht und gegrillt und gebraten. Denn da geht es für mich ein paar Tage länger nach draußen, in den Wald. Wie ich das Ganze anstelle, muss ich auch noch gucken. Ach, gönnt euch diese Aussicht. Sagt doch, was ihr wollt, das ist geil. Sau geil. Nicht wundern, das hier ist mein Fahrrad, weil ich keinen Führerschein habe. Scheiße, jetzt habe ich mich geoutet. Scheiße. Naja, ist ja nicht schlimm. Manche haben schon Führerschein, ich nicht. Ich komme auch ohne klar. Ich meine, mit dem Auto im Wald fahren ist sowieso immer scheiße. Ne, dann nimmt man lieber ein Fahrrad. So, Wasser besorgen, jetzt, sofort. Also man bekommt die Kälte auf jeden Fall zu spüren. Jetzt hier auf so einem Weg laufen. Ich weiß nicht, wie schön eisig das ist und schön glatt. Hier einmal braucht man gar keinen Schlitten mehr. Oh yeah. Das war nichts. So, mal schauen. Ich laufe jetzt erstmal hier den Weg entlang. Und dann werde ich mal gucken. Irgendwo muss ich doch irgendwo was finden, wo ich Wasser schöpfen kann. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn ich irgendwas in der Art gefunden habe. Bis gleich. So, schaut euch das an. Wunderschön. Wunderschön. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Da unten sehe ich, fließt auf jeden Fall Wasser. Wie ich das Ganze abschöpfe, sehe ich gleich mal, wenn ich mich nicht hier komplett langlege. Alto Belli. Es wird auch immer kälter, merke ich. Oh mein Gott, ey. Aber ich habe Wasser gefunden. Ich habe Wasser gefunden. Ich habe Wasser gefunden. Ich habe Wasser gefunden. So, jetzt nur nicht langlegen. Dann haben wir den Salat. So, guck mal hier. Da fließt doch perfektes Wasser. Kristallklar sogar. Alter, sieht mega aus. Mega geil, Alter. Geil. Ich habe Wasser gefunden. Alter, festgefroren die Flasche. Die ganze Flasche ist festgefroren. Alter. Ah, es geht. Ich würde sagen, es geht. Ist schon klar. Schönes, klares Wasser. Perfekt. Geil, Mann. Wasser. Schönes, frisches Wasser. Aus irgendeinem Bach. Natürlich sollte ich es eigentlich doch abkochen, aber... Komm, Prost auf euch. Ich würde sagen, das geht schon. So, Freunde, Wasser ist geholt. Der Sonnenuntergang sieht wunderschön aus. Ich zeig's euch mal. Oh Mann. Alter, wie ich sowas liebe. Einfach geil. Nochmal einen Schluck Wasser. Ich würde sagen, auf ein erfolgreiches 2024. Schau euch das mal an. Ich drehe euch mal um. Einfach geil. Wunderschön.
So, so langsam ist es dunkel geworden. Ich suche schon links und rechts so ein bisschen nach Material, was ich so ein bisschen verkokeln kann. Aber es ist halt wirklich alles komplett hier mit Frost bedeckt. Ah, ist die Frage, wie sieht es hier mit aus? Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich suche weiter und dann mal gucken. Ich will ja jetzt hier nachher gleich auch mal ein Feuer ankriegen. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Ein Stückchen Rinde, sieht man nicht, habe ich schon mal. Ich habe einen Feuerstahl mit dabei und ein Messer. Heißt, es dürfte eigentlich funktionieren. Hoffentlich. So, ich bin mittlerweile auch wieder in meinem Shelter angekommen. Jetzt geht es ums Thema Feuer machen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Bisschen windig draußen. Wo habe ich denn meine Rinde? So, ich habe hier so ein Stück Rinde. Mein Feuerbehälter. Da packe ich jetzt erstmal ein bisschen was rein. Hier so ein bisschen Gras oder was das hier ist. Irgendwas Getrocknetes auf jeden Fall. Naja, trocken kann man es jetzt nicht wirklich nennen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen feucht. Scheiße. Egal, wir versuchen es einfach. Ob es klappt, das sehen wir jetzt. Praxistest Nummer uno. Mal gucken. Versuch Nummer 1 gescheitert. Scheiße, ich war zu langsam. Ja. Scheiße. Freunde, ich gebe es nicht auf. Ich werde es jetzt auf Knie versuchen. Hat doch gerade schon mal leicht gefruchtet, heißt, wenn es einmal klappt, klappt es auch bestimmt ein zweites Mal. Wir machen Feuer. So, das Feuer ist auf jeden Fall schon mal an, so weit wie es geht. Es hapert noch ein bisschen, aber es wird. Es wird. Also, das Feuer ist soweit an. Ich warte jetzt noch ein paar Minuten, bis es hier so richtig schön warm drin wird. Und dann fange ich an, meinen Tee zu kochen. Ich habe schön den Deckel drauf gemacht, damit er jetzt schön heiß werden kann. Teebeutel ist drinne. Bisschen Wasser habe ich noch für die Nacht. Jetzt heißt es warten. Während ich hier warte, dass der Tee fertig wird, wollte ich noch mal eine Kleinigkeit loswerden. In den nächsten Wochen habe ich mal vor, mir ein Zelt zu schnappen. Und mal mehrere Tage, ich sage jetzt erstmal 3 Tage, mit einem Zelt, mit meinem ganzen Outdoor-Equipment mal draußen im Wald zu übernachten, mehrere Overnighter zu machen, abends schön was zu kochen, zu grillen, zu braten, wie auch immer. Und wollte einfach mal loswerden, wie Spaß mir das Ganze eigentlich hier macht. Ich meine, ich bin jetzt gerade alleine unterwegs. Onkel Nomad ist wieder schwer beschäftigt, schwer am Arbeiten. Grüße gehen raus an Onkel Nomad. Ja, das Ganze bockt natürlich extrem, macht extrem Spaß. Und ich muss tatsächlich sagen,
bei diesem ganzen Outdoor-Hobby, was ich habe, es gibt keine Schattenseiten. Also ich finde, es gibt einfach absolut keine Schattenseiten. Auch wenn mal was schief läuft, man lernt draus, es macht Spaß, es ist geil. Also es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich in den Wald gehe und weiß, ich baue mir ein Shelter, ich mache einen Overnighter oder ich koche irgendwas, dann ist mein Dopaminpegel direkt hier ganz oben. Direkt ganz oben. Weil es gibt einfach nichts, was mir mehr Spaß macht, als draußen in der Natur zu sein. Und was ich loswerden will, ich halte mich mal ein bisschen kurz, ist, wenn ihr irgendwas vorhabt in eurem Leben, irgendein Hobby, was weiß ich, ihr wollt auch mal rausgehen, ihr wollt auch mal eine Lost Place Tour machen oder auch mal ein Shelter bauen oder so, dann nehmt euch die Zeit dafür, schiebt es nicht immer vor euch her, macht es einfach mal, vertraut mir, sobald ihr es das erste Mal gemacht habt, euch fällt auch ein Stein vom Herzen, weil ihr habt es endlich gemacht, weil früher war es auch so bei mir, ich habe immer gedacht, boah, jetzt rausgehen, Shelter bauen oder so, oder mal mit dem Zelt rausgehen, mal eine Übernachtung machen irgendwo im Wald oder so, immer vorgescheut, bis ich es irgendwann mal gemacht habe. Als ich es dann gemacht habe, dann kam mir sofort der Gedanke, warum habe ich das nicht schon früher getan? Und deswegen sollte jeder, der irgendwas in seinem Leben vorhat, unbedingt damit anfangen. Egal was es ist. Sport, rausgehen hier, naturmäßig, was weiß ich, ein Shelter bauen, was auch immer. Geh einfach raus und mach es. Du hast nur dieses eine Leben und du musst dir auch vor Augen halten, dieses Leben ist nicht für immer. Das Leben ist nicht ewig und deswegen ist es ja auch so wertvoll. Dann würde dieses Leben hier niemals enden. Dann hätte es doch gar keine Bedeutung. Von daher, ich werde mir jetzt gleich erstmal meinen Tee reinhauen. Nehmt euch die Worte zu Herzen. Es ist wirklich so, wenn ihr was vorhabt in eurem Leben, schiebt es nicht vor euch her, macht es einfach. Es lohnt sich, egal was. Oh Junge, das dampft aber. So, mein Tee ist fertig. Ich würde sagen, Prost. Mega. Mega. Absolut mega. Hier nochmal ein Löffel. Also Freunde, der Tee hier ist erfrischende Pfefferminze, habe ich mir da gerade gegönnt. Erfrischende Pfefferminze, schön Pfefferminztee bei den kalten Temperaturen draußen. Aktuell haben wir es minus 5 Grad. Ich muss mal gleich gucken, wie spät wir es haben. So langsam werde ich auch müde. Ich werde jetzt noch gleich meinen Tee hier aufschlürfen. Und dann werde ich mich auch so langsam mal ins Bett begeben, wenn man das hier Bett nennen kann. Ich werde meinen Schlafsack gleich mal ein bisschen richten und mich dann hinhauen. Also der Tag heute hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Feuer glüht noch so ein bisschen, geht gleich auch aus. Und ich kann es auch nur jedem wärmstens empfehlen, wenn ihr irgendwas machen wollt, rausgehen wollt oder so. Schiebt es nicht auf. Macht es so schnell wie möglich. Ich habe es lieben gelernt. Und so könnte es das ganze Leben weitergehen. Meinetwegen. Ich bin sowieso nicht so der zivilisierteste Mensch. So wie Onkel Nomad. Onkel Nomad, Grüße geht raus. Wir sind nicht so die zivilisiertesten Menschen. Setzt uns irgendwo aus in irgendeinem Wald. Gibt uns so ein bisschen was an Materialien hier mit. Wir kommen aus. Wir kommen auch nicht, Frieda. Wir bleiben freiwillig hier im Wald. Wir kommen nicht wieder. Ciao. Ein bisschen hätte er noch gekonnt, sag ich mal. Es ist nicht übertrieben heiß. Aber der ist mega. Mega. So. Geile Matiko. So, ich würde sagen, ich begebe mich jetzt gleich mal in mein Bett. Nicht wundern, warum die Beleuchtung hier so ein bisschen scheiße ist. Ich habe hier oben eine Taschenlampe hingehangen. Ich habe hier irgendwie nicht wirklich dran gedacht, mir mal eine Laterne oder sowas mitzunehmen. Werde ich beim nächsten Mal machen. So, ich hoffe natürlich, dass der Onkel Nomad in Zukunft auch nochmal Lust hat, mit mir hier rauszugehen und im Wald zu pennen. Und diese Nacht werde ich erstmal alleine verbringen.
Wird ungewohnt sein. Also ich habe schon mehrere Nächte draußen im Wald verbracht, das ja. Allerdings nicht bei minus 5 Grad. Und es soll heute noch so minus 7 Grad werden, habe ich gelesen vorhin. Also wie das wird, weiß ich nicht. Mir ist mittlerweile warm. Ich kann auch die Jacke ausziehen. Also es ist warm im Moment. Aber das wird die Nacht auf jeden Fall noch wesentlich kälter, wenn ich aufhöre, mich zu bewegen. Mal schauen, wie das wird. Prost. So, ich habe es mir so langsam mal bequem gemacht. Ich hänge hier in meinem Schlafsack. Ich habe jetzt mal meine Jacke als Kopfkissen genommen. Geht auch erstmal. Wir haben es 22.14 Uhr aktuell. Heißt, langsam wird es Zeit fürs Bett. Mal gucken, was das für eine Nacht wird. Ich bin guter Dinge. Ich hoffe, es läuft gut und ich wache morgen gesund und munter wieder auf. Es ist tatsächlich relativ warm hier. Auch der Schlafsack hält extrem warm. Also ich bin hier drinnen und es fühlt sich an, als hätte jemand die Heizung auf 3 gedreht. Also so kann es eigentlich laufen. Na gut, ich würde erstmal sagen, ich mache jetzt euch das Licht aus. Blendet mich auch die ganze Zeit. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Falls die Nacht nicht noch was passieren sollte. Falls ja, melde ich mich. Aber ich hoffe nicht. So, ich gehe nämlich jetzt erstmal schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. So, Freunde. Ich will euch hier echt nicht verstören. Aber ich muss mal pullern. Auch das muss mal sein. So. Let's go. Oh mein Gott, ist das kalt, Digga. Es ist arschkalt. Was muss, das muss, ne? Einfach laufen lassen. Und wie geht's euch so? Alter, dass das immer nachts passieren muss, ne? Schon das zweite Mal. Aber egal. Kalt. Aber es geht noch. So. Jetzt aber wirklich bis morgen. Hoffentlich. Servus. Ich würde sagen, ich habe überlebt, ey. Alter. Ich gehe erstmal raus. Erstmal raus. Ich bin mittlerweile mal aufgestanden und habe mich mal ein bisschen angezogen. Schaut euch das mal an. Geil. Einfach geil. So, ich habe mittlerweile mal alles zusammengepackt. Die Sonne geht langsam auf, hier vorne. Sieht saugeil aus. Die Nacht war gut, ich habe gut geschlafen. Ich musste zweimal pullern gehen, aber ansonsten war es gut. Ein bisschen Wind kam rein, hier durch den Vordereingang, aber ansonsten ging das. Es ging. Also ich habe bestimmt 6-7 Stunden geschlafen, ganz locker. Wie spät haben wir es? Wir haben es 8.38 Uhr. 8.38 Uhr. Sonne geht da hinten über den Berg langsam auf. Ich werde jetzt hier noch ein paar Minuten entspannen und dann mal gucken. Sieht mega aus. Mega. Geil. So, da ganz hinten kommt langsam die Sonne hoch. Das sieht wirklich mega aus. Ich warte jetzt noch, bis die Sonne oben ist und dann hau ich bald auch so langsam ab. So, wir haben es 8.55 Uhr. Wir haben es aktuell minus 7 Grad, gefühlt minus 12 Grad hier, wo ich mich befinde. Ist auf jeden Fall heftig. Die Sonne kommt so langsam oben durch. Sieht einfach nur geil aus. Geil.
das hätten wir. Ich würde sagen, ich begebe mich jetzt auf den Heimweg. Hat Spaß gemacht. War eine geile Erfahrung. Mache ich gerne wieder. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!